Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und wer ist heute noch dabei? Nicole. Hallo. Genau, Nicole. Und wer noch? Laura. Und jetzt kommt? Der Kameramann Micha. Genau. Und wir freuen uns nämlich, mit euch hier bei Nicole zu sein, hier bei ihr im Tiny House. Und genau, hier haben wir nämlich super Deko-Sachen. Micha, zeig doch mal, wir haben ein Bild. Dann haben wir Pflanzen hier unten mit Zapfen und da oben noch mal ein bisschen was Buntes, Salz in einer Buddel. Ihr Lieben, und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil wir zeigen euch das jetzt. Und hier geht's los. Hier haben wir die Sachen, die wir für die erste Deko-Idee heute brauchen. Wie ist das Thema? Minimalistisch. Und ich zeige euch das mal. Und da haben wir nämlich, da könnt ihr alles an Gläsern nehmen, die ihr nicht mehr braucht. Alte Marmeladengläser, Einweggläser. Also das ist völlig egal. Ich habe diese hier, die finde ich ganz schön. Die hatte ich mal von Ikea mitgenommen und ich denke, die sind wirklich passend für diese Deko-Idee heute. Dann habe ich ein bisschen Tesafilm, zwei Messer. Warum zwei? Weil Laura ist heute dabei. Und diese Kreidestifte, die habe ich noch gehabt in mehreren verschiedenen Farben. Dann habe ich Salz, ganz normales, ganz günstiges Salz. Und diese Plastikbeutel, die habe ich eigentlich immer. Die brauchen wir heute zum Mischen. Dann ein bisschen Papier. Das Papier ist auch völlig egal. Wenn es ein bisschen fester ist von der Struktur, ist es natürlich besser. Und eine Schere. Und ich würde sagen, das war's. Wir starten. Wir haben schon mal angefangen, weil wir haben eben gerade gefilmt und es kam kein Ton. Deswegen machen wir es jetzt nochmal mit euch. Also gelb und grün haben wir schon gemacht. Ja. Und jetzt haben wir Laura rot. Genau. Und ich habe braun. Und ihr geht jetzt hier einfach mit der Kreide und fangt an mit dem Messer, das geht ruckzuck, das abzukratzen. Die Kreidespäne fällt in die Tüte wunderbar und die Kreide ist super, super ergiebig. Also ihr braucht wirklich nicht viel. Und das mache ich jetzt, oder machen wir jetzt erstmal in die Tüte rein. So ein bisschen Kreidespäne in der Tüte. Wir zeigen euch mal ungefähr so viel. Das ist wirklich nicht viel. Ah, guck, du hast eine größere Tüte als ich. Ja. Und jetzt machen wir hier das Salz mit rein. Ich glaube, Laura, du musst dir Neues aufmachen. Genau, das wird jetzt hier reingekippt. So, wenn das Salz drin ist, drückt ihr euch ein bisschen Luft raus. Und jetzt könnt ihr anfangen, das zu vermengen, zu schütteln. Und damit ihr die Farbe gleich komplett habt. Das geht ruckzuck. Laura macht noch mal eine blaue Farbe und jetzt zeigen wir euch das mal eben hier unten. Hier haben wir jetzt grün, rot, gelb und den Braunton. Und ihr müsst einfach mal gucken, es gibt auch ganz tolle Pastelltöne. Aber ich finde das sehr angebracht, weil ja, sie auch einen kleinen Jungen hat. Und da ist es natürlich schön, wenn da auch noch mal so ein bisschen Farbe mit ins Haus kommt. Genau. Und Laura ist jetzt auch gleich fertig mit dem Blau. Und dann nimmt ihr dieses Glas und öffnet das schon mal. Nehmt ihr das Papier, schneidet euch ein Stück ab. Jetzt könnt ihr das Papier hier einmal so rüberrollen, damit ihr einmal nur, damit ihr einen Trichter habt.
Und der kann ruhig ein bisschen höher sein, weil die Gläser sind ja doch ein bisschen tiefer. Und gut, jetzt hat er hier schon eine kleine Öffnung. Ich glaube, die ist ganz gut. Und jetzt nehme ich das Tesafilm. Vielleicht kann Laura mir da mal eben helfen. Und binde mir hier vorsichtig jetzt nochmal eben das Tesa zum Stabilisieren rum. So, jetzt nimmt ihr das Tesafilm, genau. Und hier unten an der Spitze ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das ein bisschen mehr stabilisiert, damit wir da ganz guten Halt haben. Und jetzt könnt ihr hier mit Tesa jeweils immer einen Streifen rummachen oder einmal so. Das ist auch gut. Genau. Und macht euch das eben einmal fest. Und jetzt kommt es nämlich zum schönen Teil. Laura hat jetzt die Tüte, hält die hinten am Trichter und ganz vorsichtig, ja, ganz vorsichtig schütten. Und jetzt könnt ihr nämlich mit dem Trichter einmal hier so ein bisschen drücken. Genau. Und jetzt könnt ihr auch nochmal die erste Farbe schon mal reinschütten. Manni ist auch wieder dabei. Und wenn ihr hier jetzt noch so ein bisschen Höhe haben, genau, wollt. Und jetzt nehmen wir die nächste Farbe. Genau, Laura kippt. Und ihr könnt nachher hier unten richtig gut, indem ihr hier unten an der Spitze drückt, das selber ein bisschen regulieren, ob da ein bisschen mehr rauskommen soll oder weniger. Hier will ich jetzt zum Beispiel ein bisschen Höhe haben. Und guck mal, wie schön das ist, wenn die Farben miteinander, oder? Ja. Guck mal, da auch. Dann gehe ich da noch mal ein bisschen rüber. Und ihr könnt hier unten wirklich drücken. Und grün darf natürlich nicht fehlen. Ich glaube, Micha, kann man das sehen so von der Seite, ja, wie wunderbar das ist? Und wenn ihr das gerne mehr verlaufen möchtet miteinander, dann kann man natürlich öfter verschiedene Farben nehmen. Aber ich finde, so einen Abstand finde ich mit diesem Glas eigentlich sehr, sehr schön. Jetzt mache ich hier noch mal so ein bisschen Höhe. Das war ein Teamwork, oder? Ja, ja, auf hat jeden Fall. Ruckzuck. Und man hat so eine coole, also finde ich richtig schön, kann man wirklich ins Regal stellen oder verschenken. Jetzt kann man noch so eine kleine süße Botschaft hier noch ranmachen. Und ja, Deckel drauf, das ist natürlich jetzt zum Vorteil, damit das Muster so bleibt und sich nicht verschüttelt. Und ich finde das wirklich schön. Also ich hoffe wirklich sehr, dass die sich morgen darüber freuen, über unser erstes Geschenk. Sicherlich, ja, ne? Ich hab nämlich gedacht, dass sie hat ein kleines Regal, sie hat mir ein paar Fotos geschickt, dass man das so zwischen die Kerzen einfach dazwischen stellen kann und dann hat man nochmal so ein kleines buntes Highlight. Und die zweite Deko-Idee, da befinden die Sachen sich hier vorne und da hatte ich von Ikea, habe ich so einen Bilderrahmen und ich glaube, die Scheibe, Laura, die kann man auch hier vorne ransetzen, da gucken wir gleich mal. Ich habe den gerade aufgemacht, den finde ich nämlich sehr schön und den Jute-Stoff, der ist perfekt dafür. Dann habe ich Holzperlen, einmal sehr große und so mittlere Holzperlen. Dann habe ich noch, guck mal hier, unsere Ginkgo-Blätter, so wunderbar. Also die sind wirklich mit dem Rest Gold, was wir hatten, hast du die noch angesprüht, ne? Ja. Mehr hatten wir nicht, wir brauchen unbedingt Neues. Genau, die benutzen wir gleich noch. Dann habe ich unten aus unserem Trockengesteck, aus dem Herz hier oben, könnt ihr in der Infobox mal gucken. Da habe ich mir noch ein paar Trockenblumen rausgenommen. Dann brauchen wir eine Heißklebe und eine Schere. Und die zweite Deko-Idee geht los. Erstmal öffnen wir hier hinten, das geht ruckzuck. Guck mal, hier sind so kleine Metallösen. Die machen wir mal eben ab. Genau, jetzt nehmen wir mal das Hinterteil raus und das Papier und das Passepartout, das brauchen wir auch nicht. Deckel haben wir abgemacht, Scheibe haben wir rausgemacht. Laura, da waren so Schutzfolien drauf, die hat Laura eben gerade entfernt. Das werden wir gleich nochmal eben auch sauber machen. Und dann könnt ihr nämlich dieses Zwischenstück, und ich glaube genau unser Bild mit den Sukkulenten, ne, fürs Badezimmer, da haben wir auch diesen Rahmen genommen. Und da könnt ihr nämlich dieses Teil jetzt hier super rausnehmen. Dann nehmt ihr die Heißklebepistole und werdet hier
einmal rundherum, schwuppdiwupp, ganz schnell Heißkleber ranmachen. Und was ich immer mache, mache ich einmal nochmal so ein Kreuz, damit das in der Mitte auch ganz gut haftet. Genau. Und jetzt lege ich nämlich meinen Jutestoff, den lege ich einmal hier rauf, drücke ihn vorsichtig ran. Dann könnt ihr wunderbar hier mit der Schere außenrum schon mal die restlichen, den restlichen Stoff abschneiden. Das macht ihr einmal rundherum. Laura, schön die Reste abgeschnitten. Und dann würde ich sagen, Laura, dann kannst du mich gleich weitermachen. Ja. Sie liebt nämlich Heißklebepistolen. Und wir werden jetzt gucken, ihr könnt einfach mal gucken, euch das in Position legen, welche Höhe ihr gerne haben wollt. Und wir werden jetzt hier diese Holzkugeln erstmal mit der Klebe miteinander verbinden. Einfach ein Klecks Heißklebe rauf, dann setzt ihr euch die Kugel rauf. Und das macht ihr jetzt so, wie ihr das schön findet. Entweder nehmt ihr nur kleine oder gemischt und da wieder rauf. So, Laura hat die Kugeln wieder schön übereinander geklebt und sie hat auch verschiedene Höhen gemacht. Das ist natürlich perfekt. Dann haben wir hier ein bisschen Höhenspiel. Wir haben die hinten jetzt einmal mal so in Position gestellt, wie wir sie gerne hätten. Hier ein bisschen länger, da ein bisschen kürzer. Und jetzt nehmen wir wieder den Heißkleber und werden uns den hier einmal in den Rahmen kleben wir uns die rein. Alle kleinen Vasen haben ihren Platz und jetzt könnt ihr nämlich anfangen, wunderbar die Trockenblumen oder was ihr auch gerne möchtet oder wie. Guck mal, das ist doch niedlich, oder? Ja. Genau. Laura, und dann würde ich sagen, wir beide, wir füllen die jetzt erstmal. Ich weiß nicht genau, ob das mit dem Ginkgo hinhaut, weil das Blatt ja doch ein bisschen breiter ist, aber ich werde mir hier nochmal so ein kleines raussuchen und guck mal, das kann doch da auch mit rein. So, Laura und ich haben uns dazu entschlossen, hier einfach einen ganz, ganz kleinen Klecks Heißkleber ranzumachen, weil sonst beim Transport ist es natürlich blöd. Aber ganz vorsichtig, dann kann man die hier so ein bisschen fixieren. Und dann machen wir die auch nochmal, genau, einfach mit rein. Guck mal, das ist doch cool, oder? Da haben wir getrockneten Lavendel aus unserem Garten, Ginkgo aus unserem Garten und das Getreide hinterm Garten. So, Scheibe ist geputzt. Die kommt jetzt hier vorne einmal rein. Und unsere kleinen Vasen in den Rahmen kommen in den anderen Rahmen rein. Und warte mal ganz gerade. Genau, jetzt kann man das schon sehen. Jetzt sind die da drin. Und hier hinten, das ist natürlich auch ganz cool. Das kann man auch hinstellen, wenn man gerne möchte. Und jetzt kommt hier hinten unsere Wand mit dem Jutestoff auch nochmal. Und die kleinen Ösen werden jetzt wieder zurückgedrückt und ich bin gespannt, wie es aussieht. Micha, kannst du schon sehen? Ja, sieht sehr gut aus. Genau, spannend. Ich auch. Und die dritte Idee ist natürlich, darf nicht fehlen, mit Natur. Diesmal haben wir wieder echte Pflanzen und da habe ich hier so kleinere Töpfe, hatte ich vor einigen Tagen mal gefunden und diesen Hauswurz, das ist ja das heimische Sedum. Und das ist natürlich perfekt, weil das kleine Ableger hat, kleine Babys. Und das lieben wir ja. Und was brauchen wir noch? Moos. Zapfen habe ich heute vom letzten Jahr noch Weihnachten. Dann brauchen wir auf alle Fälle die Heißklebepistole. Dann habe ich hier noch mal so kleine schwarze Steinchen. Und ich würde sagen, es geht los. Und das ist nämlich die Basis. In diesem Gefäß kann man hier jetzt zum Beispiel, weil das wird heiß, da kann man auch so ein bisschen Duftwachs oder auch Wasser mit esoterischen Ölen reinmachen. Also was leicht Luftiges und ganz Natürliches. Und ich finde, ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen Moos. Ich nehme hier mal, genau, mache mir hier jetzt so einen Untergrund. Das ist auch schon relativ trocken. Aber das macht nichts und das lege ich mir jetzt hier in dieses Fach schon mal rein. Und dann hatte ich gedacht, dass ich einfach so einen Pinienzapfen nehme. Und da werde ich jetzt die Heißklebe nehmen und den fixiere ich mir jetzt hier auf dem Moos. Und ich denke hier hinten in der Ecke und das auch ein bisschen schräg, so ganz natürlich.
Genau. Jetzt nehme ich hier das kleine Töpfchen mit dieser Hängepflanze. Das nehme ich mir jetzt eben hier aus dem Topf raus. Und ich denke, das, was wir hier an Erde haben, das ist wirklich mehr als genug. Ich breche mir jetzt hier auch ganz vorsichtig das Wurzelwerk auf und entferne mir auch ein bisschen Erde. Es ist doch ein bisschen viel. Und setze mir das jetzt hier vorne in das Moos hinein. Drück mir das schön fest und obendrauf kommt jetzt nochmal trockenes Moos und verkleide das hier jetzt nochmal an der Seite. Und jetzt haben wir hier ganz natürlichen Charme und man sieht, hier ist jetzt auch wirklich alles super ausgefüllt. Das heißt, wir haben gar nicht mehr großartig Platz und haben jetzt natürlich haben jetzt durch den Pinienzapfen eine gute Höhe und können jetzt hier die Deko noch weiter nach oben machen. Aber was ich in dem Moos gefunden habe, und das finde ich auch immer sehr charmant, sind so alte Äste oder Äste, die noch mit Moos oder schon bemoost sind. Und ich denke, diesen Ast, den werde ich hier mit reinlegen. Hier mache ich das einfach auch, dass ich hier einen schönen großen Klecks Heißkleber ranmache, weil mit Draht, finde ich, muss man hier wirklich nicht arbeiten. Und den kann man sich jetzt hier einmal so schief oben auf das Moos setzen, ohne dass das jetzt hier stört. Und jetzt haben wir hier ganz charmant auch noch den kleinen Ast. Und jetzt geht es nämlich weiter mit den Hauswurzeln. Und da mache ich das so, dass ich hier die kleinen Babys, die kann man super cutten. Und genau. Bevor ich die jetzt hier mit eindekoriere, werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen Moos nehmen und das hier einfach wieder in die Zapfen mit einarbeiten. Einfach so dazwischen. Und guck mal, ich habe hier noch einen kleinen Zapfen gefunden in der Tüte. Und den werde ich jetzt hier noch mal auf den Ast mit drauf kleben. Und hier ist jetzt einfach überall ein bisschen Moos reingesteckt. Und das ist natürlich jetzt eine ganz gute Grundlage, die kleinen Babys diesen kleinen Hauswurz zu fixieren. Und da cutte ich mir jetzt einfach welche und werde die jetzt auch ganz vorsichtig, was ich immer mache, dass ich den Kleber darauf mache, wo der Hauswurz rauf soll. Ich warte mal einen kleinen Moment ab, weil alles über 70 Grad mögen die Sukkulenten nicht so gerne. Genau, ich warte, dass es ein bisschen abkühlt und dann nehme ich nämlich das Sedum und fixiere mir das da. Dann werde ich auch einige Tage das so lassen und kein Wasser geben. In diesem Fall würde ich es besprühen mit einer Wassersprühflasche und immer am besten ein bisschen darunter. Ich habe auch eine Spritze, dass ich direkt da unten rangehen kann. Und dann warte ich immer so alle 2 Wochen ab. Aber da ich sie jetzt geschnitten habe mit der Schere und die natürlich eine Wunde hat, lasse ich sie jetzt erstmal, dass die Wunde schön zusammengehen kann. Und dann kommt erst das Wasser. Guck mal, was ich gefunden habe hier bei uns in den Zapfen. Da habe ich noch den rosa Pfeffer. Der ist richtig schön eingetrocknet, aber ich finde, ganz ehrlich, den kann man doch wirklich hier noch super mit einarbeiten. Und ja, das werde ich tun. Da sind wirklich nur noch so ein ganz paar kleine und die kommen dann noch mit rein. Und schwuppdiwupp, guck mal, die nächste Deko ist fertig. Und ich finde das richtig, richtig natürlich und charmant. Und das ist ja nun das Geschenk, wo sie sich hier ein bisschen Öl auch reinmachen kann. Aber ich finde das auch wirklich nur auf einer Schale. Einfach nur eine Idee mit Zapfen, Ästen und vielleicht noch ein bisschen Grün, was rankt. Ist es auch wirklich eine tolle Tischdeko. Und genau, jetzt haben wir die 3. Wir gehen hier einfach mal eben rüber. Wir haben hier ein bisschen, ja, Pflanzen, Natürlichkeit, dann haben wir hier hinten die kleinen Holzvasen und das Bunte, was natürlich für die Kinder auch perfekt ist. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zum Tiny House und übergeben die Geschenke. Sehr schön, freue ich mich. Bis gleich. Und endlich sind wir hier. Wir sind nämlich jetzt hier bei Nicole. Nicole steht hier um die Ecke und Nicole kommt jetzt mal hierher, finde ich. Und dann Nicole, du musst auch mal zu mir kommen. Ne? Nicole ist nämlich eine ganz liebe Arbeitskollegin von mir gewesen, ne?
Wir haben super viel Spaß gehabt bei der Arbeit und ich bin sehr traurig, dass Nicole nicht mehr da ist. Aber vielleicht kommt sie ja nochmal. Nein, Spaß beiseite. Also ist eine Arbeitskollegin von mir gewesen und die wohnt hier in der Nähe von uns. Und das hat Nicole nämlich selber gemacht. Ich finde das wirklich hammermäßig, was für eine Power Nicole hat. Und das ist nämlich ihr Tiny House. Das hat sie komplett selber gemacht. Das sage ich so, wie es ist. Und Micha, kann man das sehen? Du kannst es ja mal zeigen. Sehr gut. Wunderschön, oder? Ja. Und die Gegend ist auch der Hammer. Also wenn Nicole hier die Tür aufmacht, hat sie wirklich einen Blick, ne? Das ist doch der Hammer. Ja, das ist mega. Ja, fühlt sich wohl, ne? Und die Kühe sind da hinten auf der Kühe Weide. Hast du. Genau, die Kühe hinter uns, die habe ich noch nicht mal gesehen. Die sind tiefenentspannt, auch noch nicht mal die sagen einen Ton. Also wirklich, das ist wunderbar. Und Nicole ist auch sehr naturbezogen. Nicole liebt es, mit Holz zu arbeiten. Das finde ich auch total klasse. Und ich rede schon lange. Nicole, macht doch mal einen YouTube-Kanal. Und vielleicht kriegen wir es noch mal hin. Weil sie hat nämlich einen wunderschönen Schafstall hier. Und da würde ich gerne mit Nicole mal ein Video machen. Ne? Das machen wir noch mal, oder? Ja. Genau. Wir kriegen das noch hin. Und wie lange hast du ungefähr für dein Tiny House gebraucht? Zu bauen, sagen wir es mal, bis es von der Planung, bis du fertig warst, genau, wie lange ungefähr? Ja, ich glaube schon so 2 Jahre hat es gedauert. 2 Jahre, ne? Mhm. Mhm. Aber dann mit Küche? Ja, von der Zeichnung des Holzständerwerks bis wirklich alles soweit drin war, auch die Treppe drin war und immer noch fehlen ein paar Leisten hier und da, aber ja. Zwei Jahre. Mhm. Ja, aber Wahnsinn. Also wirklich ganz toll. Aber wir wollen euch nicht auf die Folter spannen. Laura kommt auch mit. Wir gehen jetzt einfach mal mit euch rein. Und die kleinen Geschenke, die wir nämlich für Nicole haben, das ist ja nun das Thema Minimalismus oder minimalistische Deko-Idee für Nicoles Tiny House. Und wir zeigen euch das mal. Nicole hat ja ein Foto geschickt, damit ich oder wir ungefähr, Laura und ich, ungefähr wissen, welche Farben wir hier benutzen können. Und da habe ich dieses wunderschöne Kissen gesehen. Ich liebe diese bunten Farben und ihr auch, ne? Jo. Nicole auch, ja. Genau, und deswegen kam nämlich diese schnelle, simple Deko-Idee mit dem Salz. Da habe ich einfach gedacht, ein paar Farben, beziehungsweise Laura und ich haben gedacht, ein paar bunte Farben. Und ich finde, das passt doch in diese Ecke wunderbar, oder Micha? Ja, passt sehr schön. Kann man das sehen? Ist ein bisschen dunkel hier heute. Ja. Sehr schön. Genau, das Kissen kommt hier nämlich auf die wunderbare Kuschelecke. Und hier oben haben wir schon mal das Glas. Das ist richtig gemütlich hier bei dir, Nicole. Ja. Also hier komme ich in Urlaub hin. 2 Minuten mit dem Auto und ich bin hier im Urlaub bei Nicole. Es ist wirklich schön hier. So, und das Kissen hat nämlich die Farbe von meinem geliebten rosa Pfeffer, den wir auch in Sevilla hatten, bei uns im Garten, ne? Ja. Mhm. Genau. Und den hatte ich ja gefunden in den Weihnachtsartikeln vom letzten Jahr. Und den haben wir ja hier mit eindekoriert in den Zapfen, mit den Sukkulenten. Und ich finde, das passt super natürlich hier auf Nicoles, natürlich auf die Apfelkiste. Und was echt fantastisch ist, und das Nicole mag auch gerne, schöne Gerüche, dann kann man hier richtig schön esoterische Öle oder eben auch Wachs reinmachen. Und dann riecht das hier fantastisch und besonders gemütlich und hegelig ist es natürlich mit diesem fantastischen Ofen, den Nicole hier auch eingebaut hat. Und vielleicht gehen wir da mal rüber, Micha. Und die tolle Küche finde ich auch richtig schön. Hier die hölzerne Arbeitsplatte. Und da spiegelt sich, es ist ja nun nicht identisch, aber der Jutestoff hier hinten mit dem Bild, was wir selber gemacht haben, beziehungsweise Laura und ich, mit den Ginkgo hier bei uns aus dem Garten und den Lavendel und dem Korn. Genau, passt das natürlich von dem Hölzernen und ein bisschen Helligkeit. Und wenn man hier einmal rüber geht, genau, da haben wir nämlich die kleinen Füßchen von Nicoles Sohn und dann auch dieses Blau-Weiß. So, ihr Lieben. Und das war heute unser Thema, minimalistische Deko-Ideen für Nicole, für ihr Tiny House. Und es ist wirklich super hier, Nicole. Und ich freue mich sehr, mit Nicole, nämlich für euch, ein bisschen was mit Holz zu machen. Das ist wirklich versprochen, oder? Ja, das machen wir. Das machen wir. Lange hat es gedauert, aber wir machen das. Ich freue mich tierisch drauf. Am Sonntag
läuft das Giveaway aus und ihr seid ja schon fleißig am Kommentieren mit euren Namen. Und wir würden nämlich gerne diesen Namen, den wir uns aussuchen, wo wir denken, der passt gut dahin, obwohl die Namen sind alle fantastisch, wir haben schon wirklich gut gelesen. Das würden wir gerne auf Holz machen und Nicole hilft uns dabei, da was zu kreieren und da freue ich mich sehr drauf, das finde ich total schön. Und genau, wir sind dabei, das kommt dann an unser Haus, also ich würde sagen bis Sonntag, bis übermorgen. Wir freuen uns auf euch, eure Conny und Laura, Nicole und euer Micha. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.